Hallo, wir haben jetzt schon einige GitHub-Projekte uns angesehen und vielleicht möchte man die leichter zugänglich haben, statt jedes Mal in das Git-Verzeichnis wechseln zu müssen, sondern sie von dort auslösen, wo man sich gerade befindet. Und ja, Linux Mint verwendet eben für die Terminals die Sprache Bash und die Konfigurationsdatei ist die bashrc. Die befindet sich hier, aber man sieht sie nicht, weil sie eine versteckte Datei ist mit ls-a. Würde ich sie sehen, weil dann eben alle Dateien angezeigt werden. Und wir sehen schon hier ist eine Datei, die bashrc heißt. Die kann ich öffnen, zum Beispiel mit nano.bashrc. Ich selber, wie ihr wisst, kann Nano nicht leiden. Ich nehme weiterhin meinen Vim und da ist sie schon. So schaut sie aus. Das sind, wenn wir ganz hoch gehen, sind eben verschiedene Konfigurationen drin. Ja, wenn ich hier von oben runter gehe, wenn so ein Doppelkreuz davor ist, bedeutet das, das ist eine Sache, die auskommentiert ist. Das heißt, die wirkt nicht. Oft wird es verwendet, um Sachen zu beschreiben, manchmal auch, um Sachen einfach vorzuhalten und zu sagen, man kann es aktivieren oder nicht. Und da sehen wir hier eben, dass hier eben ein Befehl, mehrere Befehle laufen. Hier wird irgendein Parameter gesetzt, also einer Variable ein Wert zugewiesen. Hier sehen wir zum Beispiel die Settings für die Länge der History, also 1000 Befehle und wie groß die Datei, die History-Datei sein darf und so weiter. Und das Wichtigste, was in der bashrc drin steht, sind aber Aliase. Und zu den Aliasen kommen wir hier. Da sehen wir den ersten Alias. Zum Beispiel sehen wir, dass von der bashrc der Befehl ls überschrieben wird mit ls-color-auto. Das heißt, dass der ls eigentlich gar nicht so ausgeführt wird, wie er ursprünglich war, sondern dass die Kolorierung aktiviert ist, was eben diese farblichen Hervorhebungen beim ls erzeugt. Dasselbe wurde hier auch für die Befehle grep und fgrep und egrep hinterlegt. Es wurden neue Befehle erstellt, die wurden also nicht überschrieben, sondern die gibt es gar nicht. Und wenn ich ll eingebe, dann wird eben ls-alf ausgeführt. Ja, wenn ich eigene Aliase hinterlegen möchte, dann kann ich das natürlich in dieser Datei tun. Ich würde euch aber empfehlen, es in der Bash-Aliases zu tun, weil wenn sich das System ändert, wenn der Distributionshersteller die Bash-RC neu erstellt, könnte es halt zu Schwierigkeiten kommen, beziehungsweise eure Änderungen könnten verloren gehen, während die Bash-Aliase die fasst niemand an. Ja, dazu muss ich also diese neue Datei anlegen, zum Beispiel mit touch.bash. Aliases und dann gibt es die jetzt, aber sie wirkt halt noch nicht, weil ja nichts drin steht. Die kann ich jetzt wieder mit Nano oder mit Phi öffnen und könnte dort Sachen eintragen. Ja, und als nächstes müsste ich natürlich herausfinden, was will ich denn als Alias hinterlegen. Ich habe ja zum Beispiel das Projekt Nextfill vorgestellt. Also wenn ich in Git Nextfill gehe, dann gibt es ja dieses Python 3 Nextfill.py -User-Name Adam und dann läuft dieses Programm durch. Ich breche mal ab. Und diesen Befehl, den könnte ich ja jetzt wollen, dass der von überall ausgeführt wird. Das heißt, ich würde jetzt halt hergehen, cd home und im ersten Moment mal ausprobieren, kann ich diesen Befehl praktisch von überall ausführen, indem ich hier einfach die Pfadangabe mitgebe, also mein Heimverzeichnis, Ordner Git, Ordner Nextfill und dann das ausführen. Das kann funktionieren, in dem Fall nicht. Ein 0815 Alias werden wir uns also hier nicht geben lassen können, indem wir einfach sagen würden, Alias ist gleich, Quatsch, Nextfill ist gleich und dann das hier.
So würden wir ja normalerweise ein Alias anlegen, halt in der Alias-Datei, aber so würde es ja auch gehen, weil wenn ich jetzt nextfill ausführe, minus u Adam, dann bekomme ich halt die Fehlermeldung. Was ich hier machen muss, ist halt zuerst in das Verzeichnis gehen, dann das ausführen und dann wieder zurückspringen. Und das geht mit Aliasen, soweit ich weiß, nicht. Aber es gibt eine andere Möglichkeit. Vi.bash alias. Das. So, und wir können nämlich statt einem Alias können wir eine Funktion anlegen. Nextfill, Klammer auf, Klammer zu, damit es eine Funktion ist. Hoch. So, und jetzt also cd home git nextfill. Und jetzt nehme ich das doppelte und, weil ich will ja jetzt hier nichts irgendwo hinpipen, sondern ich möchte, dass ein Befehl nach dem anderen ausgeführt wird und dann und bewirkt halt, dass der nächste Befehl erst ausgeführt wird, wenn der andere definitiv abgeschlossen ist. Das halte ich in diesem Fall für sinnvoll. Und hier machen wir eben Python 3, nextfill.py. Und jetzt übergeben wir hier noch die Parameter mit Dollar add. Und wenn das abgeschlossen ist, machen wir ein cd minus und springen dadurch dahin zurück, wo wir herkommen. Und dann schließen wir hier diesen Befehl ab. So, jetzt muss ich die Bash neu starten, weil die Aliases greifen sonst nicht, die in der Datei sind. Und ich jetzt sage nextfill minus u Adam, dann läuft das einwandfrei durch. Und am Ende sollte ich nicht mehr im Verzeichnis Git sein, sondern eben wieder da. Ich könnte das jetzt auch mal von einem ganz anderen Verzeichnis aus machen, etc. nextfill Adam minus u. Und es läuft genauso und ich werde danach in etc sein. Ja, den ganzen Spaß können wir uns natürlich auch mal für andere Git-Projekte angucken. Zum Beispiel die Robots-Tester, die wir mal uns angeschaut haben. Selbes Spiel, Python 3, Robot, Home, Git. Robots-Tester, example.com. Und ich hätte ein minus u angeben müssen. Und der läuft einwandfrei durch. Das heißt, für das hier kann ich jetzt einen ganz normalen Alias anlegen, also vi. Bash Aliases reinkopieren, speichern und rausgehen. Oh, halt natürlich nicht. Hier muss ich einen ganz normalen Alias Robots Tester ist gleich und das wäre jetzt der Standardfall eigentlich gewesen. Das können wir uns jetzt noch mal mit Jihan angucken, wie es da gewesen wäre. Ah, der fällt so schon auf die Schnauze. Oder hätte ich ein Minus H eingeben müssen? Nein, also hier wieder genau dasselbe Spiel wie bei Nextfill, also Jihan und dann eben hier cd in Jihan und dann eben G Python 3 Jihan.py und den Rest kann man von hier oben jetzt eigentlich wieder kopieren und mittlere Maustaste und eine neue Klammerung
So, wenn ich jetzt meine Bash neu starte, dann sollte ich jetzt Gehand bla. Ne, wahrscheinlich hätte ich Gehand minus U bla machen müssen, oder? Minus H. Machen wir Gehand minus H. Ah ja. No, also Gehand minus H. Jetzt läuft es. Und was war das andere? Robots Tester minus U. Und der läuft auch. Und dadurch muss ich dann nicht mehr in diese GitHub-Verzeichnisse rein, sondern kann die Befehle von überall, wo ich bin, ausführen. Okay, ich hoffe, das war hilfreich für euch. Macht's gut. Ciao, ciao.